Herzlich willkommen zu Seriös, das Serienquartett. Vier Gastgeber diskutieren vier Serien. Heute begrüßen wir Annie Hoffmann. Wenn sie nicht singen und grillen lässt, dann binscht sie das Internet mehr. Ralf Hussmann, der auch mit Drachen die Lindenstraße nicht mehr retten kann. Kurt Krömer, ihre Profi für Benutzeroberflächen auf Streamingportalen. Und Annette Hess, die aus dramaturgischen Gründen deutsche Serien in doppelter Geschwindigkeit schaut. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu Seriös. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich euch wiedersehe. Das hätte ich nie gedacht beim letzten Mal. Also wir wurden aber auch schwer überredet, hier wieder herzukommen. Nein, vier Menschen stellen ihre vier Lieblingsserien vor oder jedenfalls Serien, die ihnen etwas bedeuten aus bestimmten Gründen. Und erzählt doch mal bitte, was habt ihr heute mitgebracht? Ich habe mitgebracht Better Things, eine kleine Comedy-Serie über eine alleinerziehende Frau, Anfang 50, die sich mit drei Töchtern rumschlagen muss. Tolle Serie. Ich habe mitgebracht Haus des Geldes oder Casa de Papel genannt, eine spanische Serie, die nicht nur auf Netflix, sondern international sehr erfolgreich war und die, glaube ich, schon einige von uns gesehen haben. Ich habe alles gesehen. Ich habe The Marvelous Miss Maisel mitgebracht. Amazon-Produktion, zwei Staffeln im Dezember diesen Jahres kommt die dritte Staffel raus. Sehr Comedy. Schön. Ich habe Fleabag mitgebracht, weil alle darüber geredet haben, was das für eine versaute Frau ist, die Hauptfigur. Und da habe ich gedacht, das muss ich sehen. Ich glaube, da kann ich was mit anfangen. Okay, dann lasst uns doch als erstes mal über Fehlbesetzungen sprechen. Was guckst du mich dabei so an? Wir gucken dich alle drei an. Denk mal drüber nach. Ja, ich habe in der Pilotfolge habe ich über Der Pass gesprochen und mir ist der Name der Hauptdarstellerin nicht eingefallen. Es ist, ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben, es ist die fabelhafte Julia Jentsch. Ich habe mir das jetzt auswendig gelernt. Frau Jentsch, ich entschuldige mich bei Ihnen recht herzlich. Ich küsse Ihre Augen. Machen Sie gut. Also sollen wir erst den Trailer gucken oder willst du gleich anfangen? Vielleicht gucken wir erstmal den Trailer, um ein bisschen reinzukommen. Ja, bitte, Mats ab. Your Honor, she's going on the road with Shai Baldwin. It's a huge thing. And you're okay with this? I am. You both seem okay with everything. We are. If they could see me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. So 1960, an unmarried woman will take the pill so she can have as much sex as she wants. I'd like those Stumbo bums to see far up back. And a married woman will just have a headache and call it a night. Well, it was your penis she was talking about, not mine. I said I was drunk. Tits up. Tits, Ron. I know. Ja, The Marvelous Miss Maisel sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen aus wie so ein Tanzfilm oder wie so ein Revuefilm, ist aber eine Comedy-Serie, spielt Ende der 50er Jahre in New York. Miss Maisel, Miriam Mitch Maisel genannt, ist Hausfrau, zwei Kinder. Ihr Mann arbeitet tagsüber im Büro und tritt abends in kleinen Stand-up-Clubs in New York auf. Relativ erfolglos, wo sie ihm hilft, um an Auftritte ranzukommen. Sie schreibt für ihn, sie kritisiert ihn, aber er ist sehr schlechter Comedian. Und irgendwann geht er ihr fremd mit seiner Sekretärin. Und sie regt sich natürlich super darüber auf, tütert sich komplett ein an, hat 3-8 im Turm, setzt sich in die Bahn und kommt dann zufällig an diesem Comedy-Club, wo der Mann abends immer auftritt, vorbei und tritt radehackendicht auf, um einfach darüber zu sprechen, was ihr Mann für ein Arschloch ist. Und hat somit quasi fast schon den Durchbruch erreicht, weil sie sehr ehrlich ist, sehr lustig, sehr vulgär, sehr anarchistisch, reißt sich auch irgendwann die Kleider vom Leib, wird dann festgenommen von der Polizei.
wird eingesperrt und die Serie beginnt dann quasi, dass sie neben ihrem Beruf, den sie macht, zeitgleich dann ihre Karriere aufbaut als Stand-up-Comedian. Für alle zu Hause, die jetzt denken, du hast gespoilert, das ist alles in der ersten Folge passiert. Ich glaube sogar alle in den ersten 15 Minuten, ne? Ja, so unfassbar schnelles Tempo, also was die erzählen an Informationen, war wahnsinnig. Also ich fand die Serie ganz, ganz großartig. Ich habe die auch tatsächlich durchgeguckt und fand dieses Frauenbild, was sie da kreieren, was du ja heute, also von den 50ern bis heute, tatsächlich genauso ranziehen kannst, unfassbar schön erzählt. Ich habe die ganze Zeit beim Gucken gedacht, was sagt Annette zu dieser Serie und wie findet Annette diese Serie? Ich wollte, bevor das Hackebeil rausgeholt wird, Frau Hess, noch kurz dazu sagen, dass ich das gerade so lustig finde, dass sie halt ihren Mann, also er trennt sich ja, aber sie schmeißt ihn auch gerne raus und sagt, du kannst mir am Arsch lecken, ihr geht das jetzt alleine an. Dass, also man hat ja schon beim Trailer gesehen, dass das alle zuckersüß aussieht und 15 Jahre hat mich auch so ein bisschen an die Ästhetik von Mad Men damals erinnert. Wo das Frauenbild schon so war, die Frau ist am Herd und die Männer sind tagsüber im Büro und arbeiten hart. Und hier ist das halt anders, da wird es so ein bisschen gebrochen, also diese heile Welt. Ist das so ein bisschen, wenn ich es richtig gelesen habe, angelehnt an die tatsächliche Joan Rivers, genau. Die ja eine so der ersten Stand-Up-Comedians in Amerika war, die eben als Frau quasi sich alleine auf eine Bühne gestellt hat und auch die erste war, die eine eigene Late-Night hatte. So ist, glaube ich, ein bisschen nach hinten transferiert worden. Ne? Joan war, glaube ich, ein Ticken später, also glaube ich nicht 50er, sondern eher 60er Jahre. Aber daran ist es ja so ein bisschen angelehnt. Und es ist gemacht von, sag mir, wie sie heißt? Amy Sherman Palladino. Die ist Wow. So. Grüße auch an Julia Jens. Ja. Ich bin selber ein bisschen verwundert, wie gut vorbereitet ich bin. Das muss ich wirklich sagen. Da steht alles die auf dieser einen Karte. Autorin Wahnsinn. Ist Showrunnerin, Producerin Amy Sherman Palladino, kommt aus so einem Comedy-Haushalt. Der Vater war auch Stand-Up-Comedian damals. Sie hat Gilmore Girls geschrieben. Love and Marriage, also wie hieß das bei uns? Eine schrecklich nette Familie. Mhm. Soll ich sie sagen Roseanne oder willst du gucken? Roseanne. Ja, also die Serie kann man absolut empfehlen. Also man kann sie gut gucken. Ich musste mich sehr konzentrieren auf die Geschichte, weil ich wirklich bei jedem Bild gedacht habe, boah, was hat das denn gekostet? Ich habe dann gegoogelt und wirklich versucht rauszukriegen, was diese Serie gekostet hat. Jetzt die erste Staffel habe ich leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Infos habt. Weil ich habe ja auch selber diese 50er Jahre, hat ja original auch 59 in Berlin gespielt. Ne? Und da konnte die Kamera zum Beispiel auch immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt vom Kudamm zeigen. Die durfte sie nicht nach links und nicht nach rechts. Ne? Und da ist dieses Café und die sitzen in Autos und die fahren. Und ich dachte, die fahren jetzt nicht noch eine Minute. Doch, die fahren noch eine Minute. Und man sieht da hinten noch eine Minute lang New York 1959. Also das hat mich echt platt gemacht. Also die Ausstattung, das Setting, es sieht hammermäßig aus. Klar sind die Figuren spannend. Was ich sehr mochte, ist, dass sie kochen kann. Weil das Klischee wäre ja immer, sie kann nur Stand-up, sie kann nur komisch, aber kann dann dafür nicht kochen. Aber sie ist ja auch Mutter und sie ist sehr in diesem Zwiespalt, auch beides zu leisten. Und das mag ich gern an der Figur. Also das finde ich glaubwürdig. Und nicht, ja, die emanzipiert sich ja auch so völlig, ja, ne? Innerhalb kürzester Zeit. Also von der... Also um ihr Mann diese Auftritte zu verschaffen, macht sie dann, weiß ich nicht, Kalbsfleisch oder irgendeinen Auflauf. Um ihn reinzuboxen. Damit der bessere Auftrittszeiten kriegt. Bessere Zeiten für ihn. Also wenn jetzt keiner was Negatives hat, muss ich jetzt auch mal was Negatives sagen. Doch, mir wäre noch was eingefallen. Aber Du möchtest was Negatives, ne? Ja, und zwar ist immer schwierig natürlich so mit Comedy in Comedy, Comedy. Also wenn dann so angekündigt wird, da kommt jetzt gleich so ein Stand-up-Auftritt, der sehr komisch ist. Ich musste nicht einmal lachen. Ja, das finde ich. Aber das muss ich sagen, war bei mir genau andersrum, dass oftmals das so ist, wenn Leute sich hinstellen und sagen, jetzt macht der Schauspieler einen auf Komiker, tritt auf, dass man in Filmen meistens nicht den ganzen Witz sieht oder die Nummer, sondern nur das Ende, weil man ganz genau weiß, wenn der jetzt einen Witz erzählt, sitzen zu Hause
10 Leute und 8 davon müssen nicht lachen. Aber ich hatte bei der Serie wirklich das Gefühl, dass die Auftritte von ihr, die sie gespielt hat, dass die wirklich, also mich hatte, ich fand das lustig. Ich musste wirklich darüber. Aber du bist ja auch nicht vom Fach, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Wer? Du bist ja nicht vom Fach lustig, das ist ja jetzt nicht so dein. Aber ich fand das eigentlich auch so ein bisschen wie bei dir auch. Ich fand das irgendwie komisch, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt halt nicht so richtig. Also es ist natürlich ein bisschen gemein, weil die Serie ja so eine Märchenserie ist und ich finde, man kann da jetzt keine realistische Messlatte dran legen. Aber im wahren Leben ist es ja so, dass die Comedians oft irgendwie ein Jahr brauchen, bis sie diese ersten 5 Minuten haben, die sie auf der Bühne präsentieren. Und hier geht ihr einfach hackendicht irgendwie auf eine Bühne, macht ein Hammer-Stand-Up, alle finden es mega. Also das hat mich ein bisschen gestört. Aber ich fand auch komisch, und das ist aber vielleicht was Privates, deswegen habe ich es vorhin gesagt, wer es geschrieben hat, die fand ich bei den Gilmore Girls toll. Die hat einen eigenen Sound, den man auch sofort raushört. Und ich finde, das ist ja das, wonach, glaube ich, alle erstmal streben, was zu finden, was man raushört, wo man denkt, das ist ein eigener Sound. Wie bei Gitarristen oder so, wo man denkt, du weißt halt immer, wenn Carlos Santana ein Solo spielt, ist es Carlos Santana. Das hört man bei der auch, finde ich. Und jetzt bei der Serie geht es mir irgendwie auf den Keks. Also bei den Gilmore Girls fand ich das eine Sensation, dass es so schnell war, dass es so dicht war, dass es so eine tatsächliche Musikalität in der Serie hat. Es spielt ja Musik eine wahnsinnig große Rolle, auch in dieser Serie hier. Aber hier bei dieser Serie habe ich so das Gefühl gehabt, es ist so wie, wenn man, weiß nicht, bei Gitarre noch mal bleibt, so Mark Knopfler geht einem irgendwann auf den Keks, weil man denkt, das ist das 5. Solo, will ich nicht mehr hören. Und so ging es mir hier auch. Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich nicht so richtig stimmt. Und ich fand auch, dass Joan Rivers zum Beispiel, also die echte Comedian, sich eben nie schön fand, sich eben nie süß fand, sich eben nie nett fand und daraus halt Komik gezogen hat. Und die hier ist natürlich eine Topfrau, die sieht super aus, alle mögen die, alle finden die süß. Und irgendwie hat mir das fand ich fast ein bisschen schade. Aber da bin ich schon wieder bei schöne Frauen, okay, können nicht lustig sein. Nee, das meine ich gar nicht. Aber, ich find, na, aber das doch, hast das du ja gerade gesagt. So. Nee, das meine ich nicht. Also, du musst eine krumme Nase haben, um komisch zu sein. Das wurde sie. Das ist ja genau der Punkt. Das wurde dir ja ganz oft gefragt. Ganz oft in bei Interviews, dass es ja nicht geht, dass eine schöne Frau auch lustig sein kann. Nee, das meine ich aber nicht. Klar geht das. Das ist ja keine Frage. Ich fand nur, dass das halt so eine. Dir war das zu glatt, die Figur, sich zu glatt, ja, um das zu verkörpern, was sie ist? Ja, fand ich ein bisschen. Aber das ging mir überhaupt nicht so, also weil ich finde, die hat was Schönes. Die hat eine Ausstrahlung, aber ist ja keine klassisch schöne Frau. Und mir ging es zum Beispiel mit den Stand-Ups genau anders als euch beiden, nämlich total bei dir. Ich fand das super, es waren tierische Gags, die kannst du heute 1:1 so auf die Bühne bringen, würde super viele Leute begeistern. Ich fand es tatsächlich auch stark gespielt. Weil ich war dann auch eher so Schauspieler, der kann da nicht den Comedian spielen. Mega, hat sie wirklich super gemacht. Das ist gerade das Geile daran, dass diese Stand-Up-Zeugs aus Amerika halt so funktioniert wie in dieser Serie. Dass ich gehe auf die Bühne und erzähle eigentlich was aus meinem Leben, was mir tagsüber passiert ist. Bei ihr ist das ja, das geht ja dann immer so weiter. Sie tritt immer wieder auf und erzählt über ihren Mann, was das für ein Arschloch ist, dass sie ihn betrogen hat mit der Sekretärin, die heißt Penny Pan. Und da ist schon der erste Lacher denn und dann geht es darauf immer weiter. Das ist ein bisschen so der Unterschied, den ich zu Deutschland sehe, dass das hier immer sehr konstruiert ist. Ja, und dann kommt man zum Arzt und meine Freundin ist ein bisschen doof und dann wird darauf rumgeritten. Und da war das für mich so, also fast so die Entstehung von amerikanischem Stand-Up-Comedy. Ich gehe auf die Bühne und erzähle darüber, was mich wirklich bewegt oder was mich aufregt. Also was jetzt zu meiner Serie führt? Weil Fleabag ist ja im Grunde auch so was wie Stand-Up-Comedy, weil das hat ja die Autorin, Phoebe Waller-Bridge, aus einem selbstgeschriebenen Theaterstück entwickelt. Also ich nehme mal an, dass das auch so eine Form von Monolog war über ihr Leben. Also wo sie über ihr Sexleben berichtet hat, ihr Problem mit der neuen Frau von dem Vater, dann den Streit mit ihrer Schwester, wer jetzt wem welcher Pullover gehört und so. Also das ist im Grunde ähnlich, finde ich. Es ist eine ähnliche. Sie erzählt aus ihrem Leben, also diese Phoebe, da gibt es Parallelen, also in der Biografie auch. Also es ist eine durchgeknallte Mit-30erin, End-30erin, ein bisschen pervers, also guckt Pornos, nimmt alles so mitbettmäßig, was sie so kriegen kann, hat ein Café, das hat das Konzept Meerschweinchen, also weil da ein Käfig mit einem Meerschweinchen steht. Und das geht natürlich, ist knapp vor Pleite und dann geht sie in die Bank und versucht da Geld für zu kriegen und auch diesen Banktypen dann wieder zu verführen und so. Also sie scheitert an allen Ecken und Enden und das ist herrlich anzusehen. Also ich kann ja mal kurz reingucken in den Trailer.
You know when you've done everything? What? And you've even... Do you want to have sex? No. And you feel great. And even though your sister still hates you... Thank you. You're pretending to be friends because your dad is... I'm joking, he's just there. Here's to love. Hey! Ugh. So why do you think your father suggested you come for counselling? Because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. I'm good at this. You close with your family? Is that fair? Yes, but it's okay because it had a stroke. Oh, lovely. Hi. I thought you'd be in prison by now. Oh, well, keep trying, but they just won't have me. So, I read your book. You think I should become a Catholic? No, don't do that. I like that you believe in a meaningless existence. You know how to love better than anyone else. That's why you find it all so painful. I don't find it painful. That's my soul, that's the way it is. Amen. Ja, wichtig zu erwähnen, dass sie es auch noch selber spielt. Also sie spielt die Hauptrolle, hat es geschrieben und das mag ich sehr immer gerne, so diese Einheit. Und sie ist auch sehr hübsch. Ich finde sogar, dass sie ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Maisel-Darstellerin. Also offensichtlich geht das, dass sie hübsche Frauen. Total, das sind. Wollte ich auch nie gesagt haben, dass hübsche Frauen nicht lustig sein können. Das hast du bei mir wahrscheinlich einfach nur Nerv getroffen. Nee, ich finde das auch. Ich finde das eine Sensation. Ich finde das ein ganz tolles Format. Also ich bin wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, der die erste Staffel einen kleinen Tick besser findet als die zweite Staffel. Aber ich finde das ganz toll gemacht. Ich finde auch, dass das zum Beispiel für mich viel besser funktioniert. Sie spricht ja auch immer mit der Kamera, also mit dem Zuschauer, eigentlich so das, was wir aus House of Cards kennen. Und hier, finde ich, funktioniert das eigentlich für mich viel besser als bei House of Cards. Also hier finde ich das ganz toll eingebunden und es gibt das ganz selten, weil ich ja auch ab und zu mal versuche, was Lustiges zu schreiben. Und die hat so zwei, drei Elemente da drin, wo ich dachte, ah, warum ist mir das nicht eingefallen? Das ist wirklich, das sind ganz tolle kleine Sachen drin. Es gibt eine Mini-Sequenz, wo sie in der S-Bahn sitzt und die Leute um sie herum so im Takt der Musik plötzlich so zusammenzucken. Und ich finde, das sind so 5 Sekunden oder vielleicht 8 Sekunden. Und ich finde, das ist so, das moderne Leben in der Großstadt ist da so ultimativ zusammengefasst, dass ich dachte, warum bin ich auf sowas nicht gekommen? Das ist echt toll. Mir ging es echt so, dass so alles stimmte. Ich habe mich sofort in jede einzelne Figur verliebt. Ich finde, die sind auch ganz toll ausgearbeitet. Diese Beziehung auch zu dieser Schwester, die so kaputt ist, aber in so ernsten Momenten ja total funktioniert. Also wie die dann so wie Pech und Schwefel zusammenhalten gegen diese furchtbare neue Frau von dem Vater. Und sie, diese hungrige, unangepasste Frau, die, wie du gesagt hast, schon permanent scheitert. Und man ist aber so bei der, obwohl die ja auch schlimme Sachen tut, ne, wo man am liebsten die Ohrfeigen würde. Und auch dieses Zusammenspiel aus Musik fand ich tierisch. Da habe ich gelesen, dass die Schwester die Musik komponiert hat für beide Staffeln. Und nach der ersten dachte ich so, mega geil, ich gucke sofort weiter, beide auch durchgeguckt. Und genau, bei mir war es genau andersrum. Also ich fand die zweite noch geiler, ja, weil dann passiert ja was, was wir jetzt nicht erzählen. Und ich habe gedacht, das machst du jetzt nicht wirklich, das kannst du doch nicht bringen. Tierische Serie, wirklich. Und ich war nach der zweiten ganz doll enttäuscht, weil ich dann natürlich gegoogelt habe und gesagt habe, wann geht denn die dritte weiter? Und dann habe ich ein Interview von ihr gefunden, wo sie gesagt hat, nö, das ist jetzt für mich auserzählt. Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal, wenn Fleabag älter ist, dass ich sie dann noch mal spiele und ins Leben rufe. Und dann meinte sie so, ich bin jetzt erstmal fein, ich bin jetzt auch exklusiv bei Netflix und habe jetzt für 20 Mio unterschrieben und schreibe erstmal für die. Und dachte so, okay. Also auch so toll, ne? Weil die ist ja 34. Mhm. Sie schreibt auch bei Star Wars mit. Die hat auch Killing Eve, hat die mitgeschrieben. Hat die nicht auch den neuen Bond, hat die da nicht auch nochmal? Da schreibt die auch mit. Und ich glaube, der jetzt nächstes Jahr kommt. Und Killing Eve wurde jetzt, ich weiß nicht, ob das die New York Times war oder so, aber zu zwei Jahrhundertserien auserkoren. Dann können wir ja nichts Schlechtes darüber sagen. Oder, Herr Krömer, haben Sie noch was? Naja, ich weiß nicht. Ich habe mir das angeguckt. Als ich das erste Mal mir das angeguckt habe, fand ich das zu zackig, zu schnell. Manchmal so geschnitten, absichtlich zu früh raus. Da hatte ich aber, glaube ich, das alte Problem, dass ich davor, was ich geguckt habe, habt ihr das auch, wenn ihr eine Serie beendet und sofort was Neues anfangt, dass euch das erstmal partout nicht gefällt? Mhm. Das war jetzt bei Fleabag auch so, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe dann gestern noch mal mir die erste Folge angeguckt habe im Zug, wo auch Fakt war, dass das sehr
versaut ist, sehr pornografisch ist, als ich den Laptop aufgemacht habe und so weitergedrückt habe, habe ich denn ein zu großes Arschloch, wo sich erstmal Leute umgedreht haben und wussten, der guckt da versaute Geschichten. Ja. Und, Krömer, der Pornoproduzent. Ja, waren wirklich alle waren begeistert gewesen im ICE. Da hat es mir dann beim zweiten Mal, jetzt nicht wegen der Szene, aber mir hat's dann gut gefallen. Kann das sein, dass das die erste Serie ist, die wir alle vier gut finden? Also ich kann auch noch was Negatives darüber sagen. Ja, sag mal. Nee, sonst wird es ja zu hoch. Ich bin wirklich so ein bisschen zwiespältig auch. Also klar bin ich immer begeistert, wenn solche Frauenfiguren aufgerufen werden und die sich so echt was trauen und die rumvögeln und Scheiße bauen und weiß ich nicht. Und sie ist ja auch getrieben. Sie ist ein bisschen noch nicht so wie Michael Douglas. Sexsüchtig kann man eigentlich nicht sagen, ne? Aber sie nimmt alles so mit. Ja, die flüchtet sich ja auch immer wieder in diese Sexualität. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann denke ich, ja geil, eine Frau, die sich nimmt, wo sie Bock drauf hat, ne, und so ein bisschen auf die Moral scheißt. Und am Ende wird es doch sehr moralisch. Dann ist es sehr bewegend natürlich. Also es wird dadurch auch tief. Weil sie hat natürlich eine Background-Geschichte. Aber man kann es natürlich auch so lesen, dass sie am Anfang nur so durchgeknallt und geil und versaut und rummacht, weil sie das eben verdrängen will. Und das finde ich nicht gut. Weil ich möchte mal eine Figur sehen, die das einfach macht. Und die sozusagen nicht aus der Vergangenheit. Genau, also das ist ja wirklich ein Riesending, was da Background wound, nennt sich das so im Drehbuchjargon. Ne? Also so Background round? Wound. Background wound. Ich glaube, das ist nicht oft angewendet, das Wort, weil es scheiße klingt, aber. Also der ganz dicke Otto zum Schluss. Ja, nee, was eine Figur so hat, ein totes Kind oder irgendwie sowas, weißt du, so ein Kommissar, der immer besonders verzweifelt ist und wo dann irgendwann mal rauskommt, oh Gott, der hat gesehen, wie seine Frau irgendwie und Sohn gegen einen Baum gefahren sind oder so. Und so solche, das ist dann die Hintergrundwunde. Aber du hättest dir einfach gewünscht, dass die aus freien Stücken heraus genauso ist und nicht sich in die Sexualität flüchtet. Das einfach macht, sich das nimmt. Und Pornos guckt. Ne? Also finde ich zum Beispiel schwierig zu sagen, irgendwie, also wenn man sowas erlebt hat, dann muss man halt auch Pornos gucken, um das zu verdrängen. Ne? Also das. Sie guckt ja auch Obama als Porno. Ja, das fand ich halt sehr lieb. Ja, das war eine schöne Szene. Super Szene. Die liegt lustig. Mit ihrem damaligen Freund im Bett, der schläft. Und sie guckt sich eine Rede von Obama an und macht sich währenddessen selbst. Ja. Und der Freund wacht auf und denkt so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber er war richtig ernsthaft pikiert. Ne? Das war das Lustige daran, dass er richtig entsetzt war, dass sie sich da einwichst irgendwie zu einer Rede von Obama. Naja, er war auch so un-Obama. Herzlich willkommen bei One. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Ja, ja. Also dann lass doch richtig mal so eine Figur richtig, eine Frau richtig nach vorne. Das wäre konsequenter gewesen. Ne? Also die richtig, also so starke Frauenfiguren, ja? Was fällt starke dir daran Frauen. Auf? Ja, genau, starke Frauen. Starke fällt starke dir da irgendwas dran auf? Nee. Stört dich ein Wort daran? Stark, wa? Sehr gut. Na, ist das nicht das Ding, dass man Powerfrau, starke Frauen ist doch. Das ist ein Schimpfwort. Das ist wirklich starke Frauen. Wenn ich jetzt sage, ich habe hab an einer Sendung mit teilgenommen mit zwei starken Frauen, ist das doch eigentlich. Ja, das impliziert Arsch, ja, dass du das bei Frauen extra dazu sagen musst, weil sie normalerweise schwach sind. Ja. Deshalb ist das richtig scheiße. Würdest du das sagen, wie ich aufstehen, gerne scheuern? Und wie oft habe ich das im Drehbuch? Ich habe es ja nicht gesagt, das ist ja eine Frage für Nachbarn gewesen. Nee, klar, das ist ja so, du musst es dazu sagen, weil wir sonst, Klammer auf, schwach, Klammer zu, Frauen sind. Und das ist auch so, Powerfrau ist immer so. Powerfrau ist immer korpulent. Ja, es gibt auch die ohne Power eben. Diese ganz, ganz vielen. Und dann gibt es diese wenigen, die Frauen Kraft haben. Ne? Ja. Nee, ich finde es auch ganz unangenehm, wenn es auch so steht in irgendwelchen Briefings. So hier, Moderationsanfrage. Wir suchen eine Powerfrau und sehen Annie Hoffmann. So, nee, will ich nicht lesen. Benutzt ihr das? Benutzt ihr diesen Begriff? Powerfrau? Ich glaube nicht. Jetzt ich hoffe nicht. Mehr. Jetzt. Ich hab's hier stehen. Also aber nicht, wenn du im Raum bist. Dann, nee, aber das ist wirklich. Es gibt ja auch diese Frauenliteratur. Also, genau. Das ist genau so. Diese Ecke in der Buchhandlung, wo steht Bücher für starke Frauen und so. Das ist wirklich, das muss ich auch mal sagen. Also ich lese ja ganz viel so Fernsehkritiken, jetzt gerade auch in der letzten Zeit. Stand auch was über dich drin und so. Über mich stand viele schöne Sachen. Genau. Ja.
Fernsehkritiker, ja. Diese Montags-ZDF-Krimis, ne? Fast immer von Lars Becker gemacht, diese Nachtschicht-Dinger und so, ne? Die werden immer gut besprochen im Feuilleton. Das ist immer Kunst. Ja, obwohl das auch immer Schema F, ne, so Ex-Bulle, korrupt, Ex-Prostituierte, Alleinerziehende, ist immer eine Tasche dabei. Aber mit irgendwie bei Lars Becker so. Immer unheimlich geiler Cast, immer die Besten der Besten. Ja, trotzdem ist es immer dasselbe, es ist total austauschbar, aber genauso austauschbar wie der Sonntagabendfilm im ZDF. Mhm. Ja, Inga Lindström ist immer Herrenhaus-Architekturstudentin, die dann noch einmal hin muss, um was abzuwickeln. Dann ist ihre alte Liebe da und sie muss überlegen, das ist ganz wichtig, die alte Liebe, die. Ja, na klar. Dann, oh. Annette, wir müssen dich vor dir selber schützen. Du kannst schon bei Sky nicht mehr arbeiten nach der letzten Sendung. Jetzt darfst du beim ZDF nicht mehr arbeiten. Nein, das wieso? Wird irgendwann eng. Sage nur, ich schreibe ja auch manchmal nach Schemata, klar. Und da, aber es sind beides Schemata. Und das eine ist Kunst, weil es Männerkacke ist, weil es um Verbrechen geht. Und das andere ist seichter Frauenfilmscheiß. Das wird nicht ernst genommen. Was das ist jetzt? Nicht, Amen, nein, Sister. Das ist nein, chauvinistisch. Das ist ein versteckter Chauvinismus des Feuilletons, das zu ignorieren und diese Montags-Krimi-Pampe da, die immer gleich ist, hochzuhalten. Es gibt wunderbare Filme dazu. Beispiel aber. Für Frauen, seichter Frauenscheiß? Seichter Frauen. Willst du jetzt einen Titel hören? Oder ja, was? Ist das dir Pilcher-Dinger oder so? Ja, klar. Aber genau wie Nachtschicht. Ich sehe da keine Zukunft für Frau Hess beim ZDF. Beim Feuilleton kriege ich keinen Job mehr. Annette Hess arbeitet nur noch in den USA. Annette, ich bringe dich besser drauf. Ja, pass auf, ich habe eine Serie mitgebracht, die eigentlich fast das erfüllt, was du vorhin von Fleabag eingefordert hast. Denn es geht jetzt um eine Frau, wo man sagen würde, es ist vielleicht Fleabag in den Wechseljahren. Es ist Better Things von Pamela Adlon. Sie macht eigentlich dasselbe, was Phoebe Waller-Bridge auch macht. Sie schreibt das Ding, sie hat es produziert, sie hat es sich ausgedacht und sie spielt die Hauptrolle. Was eine Powerfrau. Was für eine Powerfrau. Und sie ist tatsächlich Anfang 50. Es geht darum, dass sie alleinerziehende Mutter von drei Töchtern ist und sich versucht, in Los Angeles so einigermaßen mit Schauspielerei über Wasser zu halten. Es ist eine ganz kleine, feine Serie. Die Episoden dauern teilweise nur so 20 Minuten. Und es ist so ein bisschen wie, wie so ein doppelter Espresso für die Seele. Man kann das mal so kurz wegschlürfen. Es ist warm, es ist klein, es ist toll gemacht. Es ist wie so ein verfilmter Liebesbrief an die Frauen, die das Leben zusammenhalten, finde ich. Das ist irgendwie ganz, ganz, das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Das habe ich auswendig gelernt, weil ich den Satz wollte ich unterbringen, weil das finde ich tatsächlich sehr schön. Oh, bist du verheiratet? Schön. Ja, ich bin, ihr könnt nachher meine Nummer einblenden. Also, ich finde das wirklich ganz toll gelungen, weil die macht genau das, was du vorhin eingefordert hast, weil die hat auch Sex einfach so, weil sie Bock drauf hat. Und da gibt es eben nicht im Hintergrund nochmal das eine große Ding, was sie dazu gebracht hat, sondern die versucht einfach, ihr Leben auf die Kette zu kriegen. Und ich finde, das ist eine ganz schön gelungene Serie, weil es zum ersten Mal eben auch um Frauen, aber auch andere Menschen in den sogenannten mittleren Jahren geht. Und ich finde, das ist wahnsinnig ehrlich. Es ist so, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, es ist eben nicht dieses Witterpolhafte, wo die Frau halt das Herz an der richtigen Stelle hat, sondern sie ist einfach, genau, ja, sie ist halt einfach gemein, sie ist fies, sie ist launisch, sie hat so schlechte Seiten wie wir alle, aber sie ist halt wahnsinnig ehrlich in den Momenten, die sie so zeigt. Und ich finde, wie sie mit sich selber als Hauptdarstellerin umgeht, ganz toll, weil sie sich da nicht schont, weil sie da nichts wegnimmt, weil sie einfach sagt, so sieht's aus. Wenn ich mal Ruhe haben will, muss ich für 3 Minuten aufs Klo. Und dann sieht man sie auch, wie sie da einfach auf dem Klo sitzt. Und irgendwie, ich finde, das ist toll, dass es einfach so eine Ehrlichkeit hat. Hey! Hey! Ihr bekommt 1 Minute. In der könnt ihr euch alles an den Kopf werfen, was ihr wollt. Aber dann ist es vorbei, okay? Fresse! Habt ihr das gehört? Echt jetzt? Wie ist das denn passiert? Vorher, nach der Geburt. Vorher, nach der Geburt. Gab es in letzter Zeit irgendwelchen Stress? Ich denke schon. Probleme mit fiesen Mädchen in der Schule meiner Jüngsten. Verhütung bei meiner Ältesten. Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Welchen meinst du? Torturen von meiner Mittleren. Hast du gestern etwa zu viel getrunken? Bist du schwanger? Ist das überhaupt möglich? Und dann gibt's da noch meine eigene Mom. Sam, Kinder? Die mit ziemlicher Sicherheit eine Geistes-irgendwas-Störung hat. Und ich bin definitiv eindeutig in der Menopause, krieg trotzdem noch meine Tage und ich hab einen Bart. Das ist ganz schön viel und manchmal liege ich... Oh mein Gott. Sam Fox. Sam Fox? Sam Fox. Ich war schockverliebt in Sam Fox. Ich glaube, nach einer Minute...
Genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Die ist unfassbar ehrlich, aufrichtig und die menschelt durchgehend. Das mochte ich total gerne. Und auch dieser Hassel, den die hat. Und natürlich zieht dein Argument auch, da gibt es kein, ich nehme mir das, was ich brauche. Und die guckt auch nicht nach hinten oder ist böse mit irgendwem, was passiert ist in der Vergangenheit, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, so, wenn ich mal groß bin, möchte ich sein wie du. Ja, das stimmt. Das ist, ja, ne? Ja, es, toll. Es war wirklich, habt ihr auch viel Pipi in den Augen gehabt bei der Serie? heißt ich auch. Ja, mir ist das, also im Gegensatz zu Fleabag ist mir das näher gegangen, weil die emotional in der Serie mehr die Hose runtergelassen hat. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, die lebt in der Serie mit drei pubertierenden Mädchen zusammen und lernt Männer kennen und muss dann den Kindern die vorstellen. Und das ist also so ein andauernder Kampf, war, glaube ich, damals, also die Serienfigur, irgendwie Kinderstar, schauspielmäßig. Und ist jetzt so am Kämpfen, ist jetzt so der Ex-Kinderstar und läuft jetzt nicht mehr so richtig gut, macht ja noch irgendwie Werbung für Durchfalltabletten oder so. Also das ist alles immer sehr, sehr verzweifelnd. Und also mir ist das näher gegangen. Ich hatte auch Pippi in den Augen, klar. Na, auch der Schauspiel-Hustle, das fand ich auch so schön. Ja. Weißt du, es war nicht dieses beschönigende, als Schauspielerin läuft das so und so, sondern er sagt so, ich weiß halt nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Und dann diese Mutter, von der du nicht weißt, ist sie jetzt dement oder hat die einfach den Verstand verloren? Und die kämpft so an jeder Ecke und ist dabei aber so liebevoll und toll mit diesen Kindern. Super schön. Ja, ich mochte das auch gerne, dass sie halt sozusagen eigentlich fast so gegen die Gesetze der normalen Dramaturgie laufen. Sie suchen eigentlich immer nur eine Situation, wo man halt ehrlich sein kann und eigentlich gar nicht so unbedingt diesen großen Bogen schlagen. Das, was wir ja immer lernen, wo wir immer nicht hinwollen, zu sagen, man macht einen A-Plot, man macht einen B-Plot und versucht, das zu verknüpfen. Sondern die suchen eigentlich am Ende immer nur so Momente, wo man sagt, das kennt eigentlich jeder. Jeder ist schon mal in der Situation gewesen. Dann ist das vorbei. Dann wird das auch nicht weiter aufgegriffen. Man muss sagen, das ist wahrscheinlich auch zum weiten Teil ein bisschen ein Verdienst von Louis C.K., der das Format mit ihr zusammen erfunden hat. Sie ist ja bekannt geworden auch dadurch, dass sie eben bei Louis C.K. in seinen eigenen Serien schon mal seine Frau gespielt hat und in der Serie Louis, die auch Louis C.K. Gemacht hat, eben auch regelmäßig aufgetaucht ist. Da sind wir schon beim heiteren Thema MeToo. Das hat da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. In der jetzigen aktuellen dritten Staffel ist er nicht mehr dabei, weder als Produzent, er wird auch nicht mehr weiter genannt. Sie hat, ich habe mal geguckt, ob sie sich da zu dem Thema geäußert hat. Das muss man wissen, Louis C.K., ein in Amerika sehr bekannter Stand-up-Comedian, der im vorletzten Jahr dadurch in die Schlagzeilen geraten ist, dass er zugegeben hat, sich vor vor aufstrebenden weiblichen Comedians sozusagen einen runtergeholt hat, irgendwie sie ansonsten, glaube ich, aber eigentlich nicht sexuell belästigt hat, sondern ich glaube, das war die sexuelle Belästigung, dass er das versucht hat. Und das hat er zugegeben, dadurch hat er alle seine Jobs verloren und ist sozusagen für ein Jahr in der Versenkung verschwunden. Und der war eben mit Pamela Adlon zusammen sozusagen einer der Schöpfer dieser Serie und ist jetzt raus. Wie geht man damit jetzt um, dass man, also Better Things, ich habe mir das angeguckt, ich fand das sehr lustig, mich hat das sehr amüsiert, mir ist das nahegegangen. Also ich habe... Gucken wir uns das jetzt weiter an und sagen, Louis C.K. Hat auf der einen Seite privat sich einen runtergeholt vor Frauen, das finden wir scheiße, wir gucken aber trotzdem jetzt die Serie weiter. Also ich kann mich nur euch anschließen. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du diese Serie ausgewählt hast. Ich bin auch schwerst begeistert. Es ist so liebevoll, voller Liebe einfach. Mit dieser, genau. Allein diese Mutterbeziehung, die ja so einen kleinen Bogen auch in sich hat, ne? Wenn sie da am Ende und so, oh Mann, das zieht einem echt die Schuhe aus. Und großartige Hauptdarstellerin. Und es wunderbare kleine Einfälle mit dieser Synchronisation, wo sie dann den Text gegen den Hasslehrer für diese Zeichentrickfigur spricht und so. Also wirklich so sehr viel Arbeit da drin. Ne? Du weißt das auch so. Was leicht wirkt, macht wahnsinnig viel Arbeit, aber großartig. Und ich wusste das nicht, dass das so eine, dass diese Geschichte dahinter steckt. Und ich habe jetzt natürlich erstmal nur die erste Staffel gesehen und mich gefreut auf alles Weitere. Und das vergällt mir das schon. Also klar kannst du es ausblenden dann, wenn du, da kannst du da wieder reingeraten. Aber das ist ja die ewige Diskussion auch. Kannst du noch Kinski-Filme gucken oder weiß nicht, oder Polanski, dann kann man den noch mögen. Also das ist... Ich hatte das bei einer Serie, die ich eigentlich jetzt in dieser Sendung vorstellen wollte, Transparent, auch Amazon.
geht um Vater, 65 Jahre alt, der sich sagt, ich habe das immer in mir gefühlt, ich bin eigentlich eine Frau, zieht sich dann als Frau an. Und da kam jetzt raus, hast du mir gesagt, ne, dass der auch am Set Kolleginnen Tambor, ja. und genau. Kollegen Jeffrey Tambor sexuell belästigt hat. Und da war ich dann auch raus. Nee, war, so bei der Sache haben jetzt telefoniert, hier, genau. gucke ich mir das an, weil wir das besprechen wollen. Wir haben bei Mrs. Maisel zum Beispiel, das wurde 2017 aufgenommen, das war der Amazon-Studioleiter Roy Price, der rausgeflogen ist, weil er Frauen sexuell belästigt hat. Wir können noch über House of Cards reden zum Beispiel, letzte Staffel irgendwie. Das ist ganz schlimm, House of Cards. Guckt man das noch weiter, trennt man da? Aber ich hört man, also, hört man Wagner noch irgendwie? Ja, aber es oder? Ist ja so die generelle Frage, beziehst du in dem Punkt eine innere Haltung? Weil als Folge 1 der Abspann lief jetzt von Better Things und ich Louis C.K. gesehen habe, weißt du, das war mein Lieblingscomedian weltweit. Ich war großer, wirklich großer Fan. Ich bin irgendwie nach Amsterdam geflogen, um Louis C.K. auf der Bühne zu sehen oder nach Amerika. Aber da war dann bei mir echt der Ofen aus, weil ich gedacht habe, du blödes Arschloch. Und genauso ging mir das mit House of Cards. Mhm. Dass ich gedacht habe, nee, ich gucke mir jetzt nicht die nächste Staffel House of Cards an. Und habe dann aber gedacht, na, ich kann ja nicht das komplette Team und das komplette Ensemble dafür bestrafen, dass da ein Arschloch dabei ist. Aber du hast es halt bei der letzten Staffel House of Cards gemerkt, dass da, also du hast es gemerkt, das war unstimmig, das passte nicht. Und man hätte eigentlich alles noch mal neu schreiben, oder? Eigentlich sagen müssen, komplett vergessen, weil die völlig für den Arsch war, die letzte Staffel. Aber ich versuche das wirklich total zu trennen zwischen dem, was der Künstler macht und privat macht und was er auf der Bühne, im Film, in der Musik auch sonst was macht. Sonst kann man ja eigentlich alles zumachen. Sonst kannst du sagen, David Bowie hat auch mal was mit einer Minderjährigen. Sonst kannst du sagen, Picasso hat seine Frau und Scheiße behandelt. Ich glaube, es ist ja dann nur eine Frage, wie tief man gräbt und so. Also ich finde, man muss das trennen, sonst kann man den Laden zumachen. Aber würdet ihr jemanden besetzen, der, lass uns mal dahin stellen, ob der das gemacht hat oder angeklagt oder was auch immer wurde, aber jemand, der im Verdacht steht, jemanden zu sexuell belästigen oder zu physisch oder psychisch zu erniedrigen. Würdet ihr so jemanden dann mit reinschreiben oder beim Casting sagen, na, wir nehmen den aber, weil der ein guter Schauspieler ist? Oder würdet ihr dann eher sagen, nee, lassen wir? Solange das nur der Verdacht ist, finde ich, kann man jetzt nicht jemanden auf Verdacht sozusagen von seinem Beruf ausschließen. Also da hätte ich jetzt kein Problem. Okay, der ist verurteilt worden. 5 Jahre später, würdest du den besetzen? Klar. Also, krass, okay, echt? Uli Hoeneß kommt ja auch wieder, ist aus dem Knast und hat. Das finde ich auch nicht. Also, du meinst, weil er gebüßt hat dann? Oder? Naja, ich finde also, auch, es ist gut, was anderes, ob du Kohle hinterziehst oder ob du einen Menschen physisch und psychisch vernichtest. Weil das haben diese Männer getan. Das tun die jeden Tag da draußen. Na, vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht vergessen, in was für einer Branche wir sind, Unterhaltungsbranche. Die Leute zeigen ihre Gesichter und dann wird das ja damit zeigt, das wird ja dann sofort besprochen. Dann bespricht ja keiner mehr deine Serie und so. Aber also die Leute, die da irgendwie überführt oder angeschuldigt oder es gibt Gerüchte oder so, es gibt ja auch so Fernsehmacher, also hinter der Kamera, das kenne ich jedenfalls mehr als die bei Schauspielern und so. Und da gibt es welche, wo man so untereinander sagt, geh nicht mit dem alleine in einen Raum und so, ne? Also pass immer auf, oder dass die Tür offen ist, ja klar. Also es wird natürlich immer weniger, weil die sterben weg. Das sind wirklich diese alten, weißen Männer, diese noch mal andere Generation, ja. Aber du musst dann, also kommt raus, dann ist der Ofen aus, ne? Also klar. So. Ja. Bei Kevin Spacey, bei Weinstein, der hat ja auch, bei Weinstein waren es ja auch hunderte von Filmen, die man... Da haben wir die Stimmung jetzt richtig in den Keller geschoben für deine... Ja, es war nur bei Better Things auch eine Szene drin war, sie nimmt einen Schauspielkollegen, einen jüngeren Schauspielkollegen mit im Auto und er sagt, ich habe jetzt gerade einen Steifen, möchte ich dir jetzt mal zeigen, ziehe jetzt mal die Hose runter. Wo ich dann in dem Moment dachte, das ist jetzt nicht mehr lustig, wenn man wenn man weiß, das ist ja 1:1 so passiert. Ja. Schöne Überleitung für meine Serie. Vielen Dank, Herr Kroll. Ja, dann viel Spaß, Frau Kollegin. Genau, wir sind ja bei Powerfrauen, starken Frauen heute. Ich habe eine Serie mitgebracht, Haus des Geldes, im Original Casa de Papel, eine spanische Serie.
die erst bei Antena 3 lief und war ausgelegt auf 15 Folgen, eine Staffel. Dann hat Netflix das übernommen und hat das auf 2 Staffeln gestreckt. Also im Original waren es 70 Minuten und die haben es dann gekürzt. Und ich war so befangen am Anfang, weil ich dachte, eine spanische Serie, oh, das ist doch so ein Telenovela-Ding. Und es geht um einen Banküberfall, der organisiert wird von einem Professor und seinem 8-köpfigen Team. Und da gucken wir direkt mal rein. Señorita Tokio, willkommen in Thailand. Wir müssen Rio retten. So, man fragt sich wahrscheinlich, warum redet der die mit Städtenamen an? Also jeder der Komplizen, die der Professor hat, die haben als Decknamen Städtenamen bekommen. Annette mochte die Serie überhaupt nicht, nee, so wie ich das sehe. Du hast recht. Nein, also es gibt dann so wirklich so Kleinigkeiten, die aber eigentlich groß sind. Wenn ich mich darauf einlasse, mir so einen Banküberfall, so eine Heist-Serie da anzugucken, dann will ich wirklich so, dass eine Logik stimmt. Oder dass, also da will ich dann mitgehen mit dem Wahnsinn, der da betrieben wird und mit der Planung und so. Und überrascht werden immer wieder. Und es gibt 2 Momente in diesem Pilotfilm, wo ich da sehr stark dran gezweifelt habe, dass das wirklich sauber erzählt wird die ganze Zeit, also ohne Logiklöcher und so. Also es geht nie ohne, aber oder man muss oft was behaupten. Das eine ist, wenn sich diese Gruppe da zusammenfindet und dieser Professor dann sagt, naja, und keine persönlichen Beziehungen untereinander. 2 von, wie viele Leute sind das? 10 oder so? 8 und der Professor. 2 sind Vater und Sohn. Und 2 sind Zwillingsbrüder. Und ich so, Und dann gibt es auch eine Szene, die ich gut fand, ne, wenn sie dann da, also Vater und Sohn, und dann haben die auch einen ganz schönen Dialog, ne, aber der natürlich nur schön ist, weil es Vater und Sohn sind. Und also da habe ich gedacht, das stimmt, ist überhaupt nicht stimmig. Und der Schluss auch, weil da gibt es dann eine Schießerei und die werden alle ja eingeführt mit der Ansage, die haben nichts mehr zu verlieren. Das heißt, die sind schon sehr lange kriminell unterwegs gewesen, die ganzen Leute, die da in dieser Crew dabei sind. Und dann gibt es eben am Ende eine Schießerei und die sagt, das konnte ich jetzt überhaupt nicht mitrechnen, dass die Polizei jetzt schießt. Das passiert nämlich wirklich, weil in jeder Staffel passieren so viele Sachen, die hast du nicht kommen sehen, dass du, was, wie macht ihr das jetzt? Und also, das fand ich so toll, weil den Anfang, okay, Das gebe ich dir, die erste Folge oder die ersten 2. Aber das dann darf holt nicht dich richtig ab. Weil das hätte ja auch nicht sein müssen. Also man hätte es ja nicht. Annette, hättest du weitergebracht. Aber bei dir ist es echt so, nach einer Viertelstunde muss die Bombe im positiven Sinne platzen, sonst nee, so Pilot finde ich schon und dann noch mal in die 2, also wenn man bei uns ist die so Bombe ist es ja Pilot bei uns auch ja, genau, so ja, die so. Erste Folge ja. Na, aber ab dann weil ich habe mich auch nicht, also weil ich weiß sehr viele Fehler gemacht haben im Piloten. Kannst du das Bild noch mal zeigen bitte? Judith Rakers, das guckt sich das wird auf jetzt, das ist wirklich für mich steht viel auf dem Spiel, Herr Husmann. Hör auf jetzt damit. Nee, ich habe mich also auch hässlich geäußert über diese Serie ganz zum Anfang, weil ich so dachte, das wird so ein Kammerspiel. Die, das kann man ja verraten, ne? Die besetzen eine Bank, nehmen Geisel und dann weiß man schon, das ist hier so eine Geschichte, das läuft jetzt über 100 Tage, sind die in dieser Bank drin. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass es ein Kammerspiel wird und habe mich aber getäuscht.
Also. Ich fand ganz interessant, dass, was das nochmal gemacht hat, dass es eben eine Serie ist und ich habe mit spanischem Fernsehen nicht so viel zu tun, wo man eigentlich keinen Schauspieler kennt, also wo ich keinen kannte. Und ich finde, das hat ja auch nochmal so einen eigenen Effekt, dass man denkt, so, man gibt den Leuten eigentlich eine komplett neue Chance, weil man gar nicht weiß, wer es wäre, hat der schon mal irgendwas anderes gespielt und so. Und da ist mir das auch nochmal so aufgefallen, dass ich dachte, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass du quasi mit lauter blanken Blättern anfängst und eigentlich denkst so, das finde ich irgendwie ganz, das fand ich ganz spannend. Irgendwie hat es mich nicht gehalten. Also ich habe so 4-5 Folgen geguckt und dann war ich irgendwie weg. Ich bin aber leider nicht professionell genug, um zu sagen, daran lag es. Kannst du ehrlich sagen? Also vielleicht lag es daran, dass die zum Beispiel diese Städtenamen falsch ausgewählt waren, wenn da einer Mönchengladbach oder Osnabrück geheißen hätte. Oder dann muss ich vielleicht noch dazu sagen. Nee, aber es ist krass, weil jeder, der gesagt hat, was guckst du gerade, und ich gesagt habe, Haus des Geldes, war so, ah, mega geil. Es gab niemanden in meinem Umfeld, der gesagt hat, nee, mag ich nicht. Und die haben bei Netflix, ich glaube, nach einer Woche über 35 Millionen Netflix-User haben das Ding sich angeguckt. Selbst Leute, die keine Serien sonst gucken, haben gesagt, ich gucke gerade Haus des Geldes. Und die haben ja auch, also in Deutschland war ja überall Plakate. Annette und ich gucken nur noch ZDF und Sky. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen. Sender. Eben. Wirklich. Die allerbesten. Ja. Für Powerfrauen. Also ich denke jetzt nicht schlecht von euch, nur weil ihr das gut findet. Das muss ich sagen. Es gibt ja andere Vorschläge. Ich fand, ist jetzt schwierig, nicht zu spoilern, aber also ich fand die erste Staffel super, die zweite auch, die dritte, da war wieder so dieses Problem, wo man gemerkt hat, oh, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Es gibt in der zweiten Staffel eine Wendung, so, dann wird alles ganz anders. In der dritten wird es noch mal anders, wo man denkt, okay, jetzt so, habt in der dritten wird noch mal alles Staffel. Anders. Nee, ja. Bei unserer dritten Sendung. Weil in der zweiten, da, wir sind jetzt am Ende. Ach so. Ja, es ist sehr traurig, finde ich eigentlich. Aber wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Macht's dir Spaß? Und sind sowieso immer in der Mediathek. Tag und Nacht. Tschüss. Das war Seriös, das Serienquartett mit Annette Hess, Ralf Hussmann, Annie Hoffmann und Kurt Kölmer. Ab jetzt jeden letzten Freitag im Monat, auch in der Mediathek.